Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate. In der letzten Folge haben wir unser erstes großes Monster erlegt, den Großyagi. Und jetzt machen wir mit dem nächsten Viech weiter, würde ich sagen. Oder? Ja, mach mal das. So, wir versuchen jetzt die Bärenfalle gegen den Azuros. Ja, das Viech ist aber im Moggerwald, ne? Ich drück dir die Daumen, ja. Okay, diesmal holen wir uns einen Kornstichten Dingens Effekt. Wenn ich nur wüsste, was das alles nochmal macht. Gleiter, irgendwie was so Dingens erhöht. HP oder so. Gab's da was? Nehmen wir das und das. Oder das. Das beiden zweimal Brot irgendwie hat viel gegeben. Das ist gar nicht mehr. Das sind alles die gleichen Effekte. Vielleicht erholen der Gesundheit. Gegengriff oder Wiederkipper Erfolg 100%. Nehmen wir das einfach. Ja, verdammt, das habe ich mit Geld bezahlt. Nein! Nein! Ah, Gesundheit erhöht, Verteidigung erhöht. So, ich weiß, ich habe einen Gutschein, aber ich glaube, ich muss den Dings rausholen. So, dann. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger, aber jetzt müssen wir ein Viech fangen. Und das ist das Nervigste, was es hier gibt in dem Spiel. Diesmal ist dein Auftrag etwas, sagen wir mal, lebhafter. Du musst ein Monster fangen, und zwar lebendig. Wenn du versuchst, ein Monster zu fangen, ist es am allerwichtigsten, dass du es zuerst schwächst. Achte auf Zeichen der Schwäche. Zieht es zum Beispiel die Beine nach? Das heißt dann Fangzeit. Fängt dein Ziel an, müde herumzutapsen, kannst du es mit einer Vollgrube oder Schockfalle festhalten. Wir wissen es mit ein, zwei Beruhigungsbomben. Schützen können Monster auch mit beruhigenden S betäuben, wie man will. Bei größeren Monstern muss man vielleicht, was auch immer man benutzt, mehr als einmal einsetzen, um sie zu fangen. Wenn das Monster nicht genug schwächt, kann dein Einfangversuch fehlschlagen. Mit Übung kriegst du den Dreh raus. Das ist sowas von kackschwer. Ich muss jetzt darauf achten, dass das Viech humpelt. Und damit natürlich nicht killen. Dann muss ich diese Dinge ja auf den drauf werfen. Glaube ich. Relativerweise nicht. Natürlich muss ich hier so eine Schockfalle benutzen. Darin muss das Viech dann drin reinlaufen. Und da muss ich das mit so Bällen bewerfen, um es zu fangen. Das ist nervig. Weil wir so richtig starken Viechern später. Aber naja. Gucken wir mal. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Wo war das Viech nochmal? Das war, glaube ich, irgendwo da. Ja, ich glaube, da war das sogar. Wo diese komischen KB-Viecher rumlaufen. Ja. Diesmal habe ich es gefunden, sofort. Die einfach so ganz lokal an dem vorbeilaufen. Ah, so süß, ne? Das ist eine perfekte Möglichkeit, sich an ein Viech heranzuschleichen. Wie kann es mich von da hinten schon gesehen haben? Da wieder eigene Kampfmusik hier. Friss das! Au! Jetzt habe ich auch zum Glück mal 10 Tränke mit mir am Schleppen. So, ich weiß nicht, was man von dem Viech hier kaputt machen kann. Vielleicht die Klaue? Bin ich sicher. Hey, die Viecher laufen immer noch vorbei. Oh Mann, meine Waffe ist nicht geschärft für das Viech, habe ich das Gefühl. Lasst euch nicht stören, ne? Au! Sollte ich das Viech nicht töten. Er ist mit dem Duch zu kämpfen, habe ich das Gefühl. Okay.
Ey, ey. Weil das Viech und auch der Großjagen sind noch verdammter Klacks im Gegensatz zu die Viecher, die hier noch kommen. Was ein bisschen erschreckend ist. Na, komm her. Ah. Wegpacken, so. Was ist das? Wow, ich krieg einen richtigen Boost an Heilung, hab ich so für. Opa. Au! So, jetzt brüllt er ein bisschen, jetzt kann ich irgendwas machen, oder? Hat jetzt irgendwie nicht so viel geheilt, hab ich so gefühlt. Unbedingt einen Neubach herstellen. Aber ich habe ja ein Großjagd erledigt und das Viech habe ich gleich auch erledigt. Das heißt, bei den beiden Viechern kann ich dann farmen schon. Das ist auch schon mal was. Oh, du willst auch Honig, oder? Hm, lecker. Au! Na, warte. Pro-Strategie. Einmal, was muss ich schon mal fangen hier? Frisst das! Einfach gemacht? Ich glaube nicht. Jetzt schon. Hilfe! Hey! Oh, nein, nein, aber wenn du das. Was muss ich hier machen? Weiß ich nicht. Oha. Ja, das ist ganz toll. Oh. Oh, Trank, Trank, Trank. Warte, da ist was am Boden am liegen. Weil der Kampf läuft irgendwie nicht nach, so wie geplant. Hat so aus Pelz halten, okay. So, kannst du dich schon mal irgendwie abhauen? Muss man eine Waffe schärfen. Okay. Au! Mann! Ey, der geht mir voll auf die Fresse. Mach! Weich da aus. Oder darf ich fahren? Und zack! Ich bin gemacht. Ah. Komm schon. Ah. Alter. Der mich hier voll fordert. Frisst das. Ich gemacht. Mann. Daneben. Autsch. Mann! Mitten aus meiner glorreichen Jägerkarriere. Ich so fehle. Mann. Gib mir aber auf Fresse, ne? Alter, der. Ich komme den gar nicht hier. Aua! Stun! Meinen Angriffen. Okay, der sieht ein bisschen erschöpft aus. Das ist mir scheißegal. Oh, der kann nicht mehr. Aber der ist noch fit. Oh Mann, meine ganzen Tränke. Oh Mann, brauche ich echt eine bessere Waffe? Ich glaube schon, ne? Okay, der ist aber noch nicht am Humpeln, deswegen ist er noch ein bisschen frisch anscheinend. Okay, da war nicht so gut. Bis jetzt. Mann, ich bin eher in dem Gebiet als der. Was, kannst du nicht mehr? Ma.
Aha. Was ist mit mir los? Hey, nicht knutschen, keine Bärenumarmung. Hat was gebracht? Ich glaube schon. Immer noch nicht erschöpft. Oh, da gehen meine ganzen Tränke hin. Das soll ich so fassen. Und dann auch noch fangen. Ich bin immer eher als der da. Muss aufhören. Na komm schon. Berühmten Angriff, den ich voraussehen kann. So, jetzt nicht zu gierig werden. Ein paar Mal angreifen und dann abhauen. Ja, geil. Nein, nicht die Viecher. War nur noch unschuldige Passanten. Ausgerechnet jetzt kommt das, ne? Bin ich da ausgewichen? So, hier kann ich noch spitzen. Kommt da nicht hin. Geh weg! Lass ich mal anfangen, irgendwie zu rumpeln. Ich glaube, während der das macht, darf ich nicht vor dem stehen. Dann macht er diese komische Kombi mit mir, ne? Ach, verdammt, zurück! Oh, man merkt aber schon, dass ich ein bisschen vorsichtiger jetzt bin, ne? Kann er mal so tun, als würde ich den angreifen, ne? Steht da immer wieder eins. Daneben. Oh Gott, ich dachte, er würde wieder so brüllen. Aber ich habe irgendwas kaputt gemacht. Ist er am Humpeln? Ich glaube, der ist am Humpeln, ne? Dann komm mal her. Ich hab was Schönes für dich. Mal, lass mich auch bauen. Komm mal her. Was ist das? Jawohl. Ah, schön. Ah, jetzt schläft er. Gut, gut, gut. Schön. Ah, ich kann nichts von den einfangen. Kommen. Ist irgendwie klar, ne? Ah, schön. Quest erfüllt. Schön. Nicht gedacht, dass ich das beim ersten Mal schaffe. Aber schön. Jetzt muss ich den nur noch offiziell erledigen. Irgendwas von denen kaputt gemacht. Von denen kriege ich auf jeden Fall noch irgendwas. So, Azuros-Pelz. Kann sein, dass ihr mich irgendwann in den nächsten Aufnahmen mit so Klamotten seht. Entweder vom Yagi oder vom Azuros. Ah, meine Jägerkarriere. Wird so schön angetrieben. Ah, so. Hey, du scheinst hier alles mitzukriegen. Vielleicht hast du schon davon gehört. Die Kinder erzählen ständig von einer seltsamen Kreatur, die sie im Wald gesehen haben wollen. Erst dachte ich, ihre Fantasie hätte ihnen einen Streich gespielt. Aber dann habe ich mir die Geschichte genauer angehört. Anscheinend haben wir es mit einem Schakalaka zu tun. Schakalaka sehen aus wie wir, aber sind aber nur so halb so groß und tragen seltsame Masken. Sie sind klein, aber wild. Die sollen schlimmer als Wyvern sein, wenn sie in der Gruppe angreifen, falls ein ganzer Stamm im Wald ist. Ich hoffe, ich ziehe vor alle Geschütze. Sei wachsam, wenn du nach dem kleinen Kerl suchen möchtest. Und die Kinder haben darauf bestanden, dass die Gilde nach dem Wesen sucht. Geh beim Questschalter vorbei. Ja, möchte ich jetzt aber noch nicht. Gut gemacht. Ich schätze, wir sind einer Meinung, dass du jetzt kein Anfänger mehr bist. Hält jetzt ja nicht mal möglich an. Azuros ist leicht zu erledigen. Es gibt da draußen noch ganz andere Monster. Ja. Nun also, als du weg warst, hast du hier im Dorf durchaus etwas verpasst.
Einer unserer Jungs hat erzählt, er habe eine seltsame Kreatur im Wald gesehen, weder Mensch noch Monster, sagt er. Wir können das natürlich auf kindliche Fantasie schieben, aber ich finde, man sollte sich zumindest anhören. Sicher ist sicher, nicht wahr? Er sollte dir alles erzählen. Tu mir einen Gefallen, untersuche die Sache. Du tust dir selber einen Gefallen damit. Die Gilde band dies als offizielle Quest. Geh beim Questschalter vorbei. So, wenn du mir jetzt auch genau das gleiche sagst, ne? Wow, gute Arbeit, Jäger. Nicht jeder kann so ein wildes Monster fangen. Besonders nicht ohne Informationen. Das ist dir nicht zu Kopf steigen, aber jeder in Hauptquartier redet von dir und mir, deinen Verbindungspersonen. Jetzt denkst du sicher, dass es in der Zeit ist, Jagd einen neuen Jagdgebiet zu erlauben, was? Immer schon langsam. Im Dorf gibt es einen kleinen Jungen, der dich etwas bitten will. Er hat nämlich, ich weiß, eine seltsame Sache. Ja. Ja, okay. Dann sagen die mir eigentlich immer alles genau das gleiche. Ja, aber ich möchte jetzt hier noch eine kleine Mission oder so erledigen. Erjage einer zu uns. Fange einen Großjagi. Super. Besorge 4 Kristallknochen. Was könnte man noch machen? So, machen wir halt noch auf die Schnelle. Da mit dem Viech machen wir dann. Oh, sieht das schön aus. Hoho. So, eine alte Spitzhacke, ja, ihr könnt mich mal. War schon was Besseres. Jetzt brauche ich ein heißes Getränk, weil nachts ist es ja verdammt kalt. In der Wüste. Wieso eigentlich? Was wollt ihr denn? Ich habe euren Boss mal erledigt. Ha! Oh, jetzt sieht aber auch schön aus. Okay, ich hoffe, ich habe nicht zu viel. Nein, ich habe nichts. Versucht diese Mission einfach nur so dran zu hängen. Ich meine, irgendwie, das ist ja mehr so eine Story-Mission. Die jetzt noch zu machen, wird jetzt nicht so viel bringen. Würde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Käfer letztes Jahr Wochen 9. Mittagkäfer erhalten. Verdammt, ich will einen Tischlackkäfer. So, wir brauchen Kristallknochen. Die sind, glaube ich, nur im Eingebiet, wenn ich mich irre. Glaube ich. Und zwar irgendwie, ich glaube, hier in dem Gebiet? Oh, hi. Na? Oh, da konnte ich was machen. Ah, okay. Eisenerz halten. Was wollt ihr denn? So, und ich glaube, ich brauche sehr viel bessere Ausrüstung, weil der hat mir ganz schön auf die Fresse gegeben, der Azuros. Okay, da war ja auch noch eins meiner ersten Monster. So überpowered kann ich sowieso nicht da reingehen. Kristallknochen halten. Ich brauche 4, ne? 2. Verdammt. Erdkristall. Dann werde ich ja wahrscheinlich hier ein bisschen so rumlaufen und alles Mögliche finden an Gegenständen. Weil, weiß ich nicht. Kann man ja mal gebrauchen irgendwann. Aber wo ist denn noch sowas? Nirgendwo? Glaube ich Spinne. Dann muss es da oben rechts irgendwo sein. Da war in so einem kleinen Gebiet. Ah, ich brauche keine Steine. Wow, ein Kristallknochen, danke. Ich brauche immer noch einen. Ist noch was, gut. Verpiss dich. Ja, nur ein Kristallknochen, komm schon. Alter! Jawohl, endlich. Aha, so beendet. Eine Ration habe ich bekommen, gut. So, haben wir ja noch mehr. Wenn ich schon dabei bin. Noch ein Kristallknochen. Nochmal ein Kristallknochen, gut. Jetzt habe ich genug. Jetzt können wir nach Hause gehen. Endlich. Irgendwie so 5 Minuten später.
Ah. Ich will ein bisschen schneiden. Oh, geil. Da habe ich eigentlich alles so unzensiert aufnehmen, Mann. Man muss auch sagen, das ist eine richtig schöne Nacht hier, ne? Ah. So klar. So ruhig. Mein Wärmeeffekt ist weg. Siegesmusik! Na toll, wurde einfach im gelben Quantel. Super. Hi, na. Gibt's schon wieder ein paar Sachen? Felvin-Bombe. SC-Fahrtsnei. Bist du denn? Machst du da in der Region? Egal, Mission erledigt. Yay! Schön. Ich dachte, ich würde kurz gehen, aber nein. Egal. Was hat uns Juwel? Rüstkugel, Rüstkugel, cool. Kann ich benutzen, meine Rüstung aufzubleveln? Ha, sollte ich vielleicht auch mal machen, ne? So, dann würde ich sagen, das war's dann für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir die dringende Mission machen, die ja hoffentlich immer noch zur Verfügung steht, oder? Ja, okay. Vor schon Tagen, weil die irgendwie gesagt hat, sie müssen so schnell wie möglich erledigt werden. Jedenfalls, ich würde sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!